Zu Beginn betrachten wir folgende Funktion, f von x gleich 2 mal e hoch minus 0,5x und wir wollen die Fläche in Grenzen von 0 bis 2 berechnen. Zur Erinnerung, das ging wie folgt, Integral von 0 bis 2, Funktionsgleichung aufschreiben, Stammfunktion bilden, obere Grenze einsetzen, untere Grenze einsetzen, beide Werte voneinander subtrahieren und wir kommen auf einen Flächeninhalt. Wie sieht es jetzt allerdings aus, wenn wir die Fläche nicht von 0 bis 2 suchen, sondern von 0 sprichwörtlich bis unendlich. Wie groß wird wohl dieser Flächeninhalt sein? Das wäre dann das hier, von 0 bis unendlich geht unser Integral. Naja, und wir müssen uns da eines Tricks bedienen, denn wir können nicht wirklich unendlich einsetzen, wir können nur eine beliebig große Zahl k einsetzen und diese k strebt eben nach unendlich. Wir schreiben also Limes für k gegen unendlich von 0 bis k von unserer Funktion ist gleich Limes für k gegen unendlich von unserer Stammfunktion in den Grenzen von 0 bis k. Und auch jetzt setzen wir einfach wieder die obere Grenze k dort ein, die untere Grenze 0, lassen k auch hier wieder gegen unendlich streben. Und was passiert nun, wenn ich den ersten Teil gegen unendlich streben lasse? Naja, vielleicht hilft es mir da, wenn ich das Ganze erstmal als Bruch schreibe. E hoch minus 0,5k als Bruch geschrieben, ist der 1 geteilt durch e hoch 0,5k und die minus 4 wird einfach in den Zähler gepackt. Nun habe ich folgende Situation. Ich kann den Nenner für k gegen unendlich streben lassen. Was passiert da? 0,5 mal gedacht unendlich ist ja 0,5 mal eine riesengroße Zahl. Das heißt, der Exponent hier wird unendlich groß. E hoch eine unendlich große Zahl oder riesengroße Zahl wird selbst wieder sehr groß. Naja, und wenn der Nenner extrem groß wird, unendlich groß sprichwörtlich, dann teilen wir durch eine unendlich große Zahl und dieser ganze Teil, der ganze Bruch wird zu 0. Na, und auf der rechten Seite nochmal zur Erinnerung, da hatten wir gar kein k, da kam eine echte Zahl raus, 4. Und so kommt am Ende für den gesamten Flächeninhalt von 0 bis unendlich tatsächlich eine konkrete Zahl raus. Es sind 4 Flächeneinheiten. Wie sieht das nun bei einem anderen Beispiel aus? Diese Funktion sieht ähnlich als Graph aus, sie nähert sich auch hier irgendwie der x-Achse, lautet aber 1 geteilt durch Wurzel x. Wir wollen jetzt den Flächeninhalt von 1 bis in die Unendlichkeit uns anschauen. Dann schreiben wir das wieder auf. Wir wollen von 1 bis unendlich gehen. Naja, das geht nicht so wirklich. Wir schreiben das mit dem k-Trick auf. Von 1 bis k, k geht gegen unendlich. Und hier habe ich nochmal umgeformt, 1 durch Wurzel x ist ja das gleiche wie x hoch minus 1/2. Als nächstes wieder die Stammfunktion bilden, k einsetzen, 1 einsetzen und dann kommt hier folgendes raus. Wenn ich k für x einsetze, steht hier 2 mal k hoch 1/2. Das ist ja das gleiche wie 2 mal Wurzel aus k. Und wenn ich 1 einsetze, dann steht hier 2 mal 1 hoch 1/2, 2 mal die Wurzel aus 1 ist 2. Wir subtrahieren diese beiden Werte voneinander. Jetzt kann ich auch ganz entspannt k gegen unendlich gehen lassen. Und was passiert dann? 2 mal Wurzel aus unendlich, die Wurzel aus unendlich ist immer noch unendlich groß, das mal 2 ist immer noch unendlich groß. Und wenn ich davon 2 abziehe, was passiert dann? Nicht viel, es bleibt unendlich da stehen. Das heißt, der Flächeninhalt in diesem Fall von 1 bis unendlich ist auch unendlich groß. Wir können auch sagen, dass dieses uneigentliche Integral nicht existiert. Bleiben wir aber bei der Funktion 1 durch Wurzel x und schauen uns jetzt mal den Flächeninhalt von 0 bis 4 an. Was passiert denn da? Jetzt muss ich aufpassen. Die 0 ist eine besondere Stelle, denn an der Stelle 0 ist unsere Funktion nicht definiert. Wir gucken nochmal rein. 1 geteilt durch Wurzel aus 0 ist 1 durch 0. Durch 0 darf ich nicht teilen. Problematisch. Das heißt, wir müssen für unseren problematischen Teil wieder eine Variable einfügen, k, und wir tun nur so, als wenn wir 0 wären. Wir gehen gegen 0. Auch hier wieder umgeschrieben, x hoch minus 1/2 anstatt 1 durch Wurzel x. Na und jetzt wird das einfach wieder abgearbeitet. Die Stammfunktion ist immer noch dieselbe, 2x hoch 1/2. Meine Grenzen sind jetzt 4 und k. Ich setze 4 ein. Die Wurzel aus 4 ist 2, 2 mal 2 ist 4. Dann kommt eine konkrete Zahl raus. Und wenn ich k einsetze, dann bleibt übrig 2 mal k hoch 1/2 oder 2 mal Wurzel aus k. Naja, und jetzt können wir k gegen 0 streben lassen. Und was passiert dann? Wenn hier 0 steht, steht hier Wurzel aus 0. 2 mal 0 ist 0 und 4 minus 0 ist 4. Also Überraschung, der Flächeninhalt, wenn ihr so wollt, von 0 bis 4 unter dem Graphen dieser Funktion ist wiederum ein konkreter Wert, nämlich 4.